Hallo, hier ist GGC Nightmare und ihr guckt euch unsere neue Staffel auf YouTube an, German Gamer Clan TV. Ich bin hier zusammen mit GGC Quickscope und der wird euch darüber mehr erzählen. Yo, ich bin GGC Quickscope. German Gamer Clan TV, dort wollen wir euch jede Woche die 5 besten Clips zeigen, die wir gemacht haben. Das wird immer montags folgen und außerdem werden wir euch auf dem Laufenden halten, was so clan-intern passiert. Natürlich wieder editiert von unserem Editor GGC OneShot. Jo, genau. Also wir fangen dann mal gleich an mit Platz 5. Der ist von GGC Russia. Ein schöner Clip auf Sanctuary MEG. Jo. Unser Clip beginnt auf MEG Sanctuary. Hier begegnet er auch dem ersten. Gepuncht und schön aus Steam Art. Jetzt hier beseitigt, pickt er die Snipe und schöner Triple Kill, Headshot. Und jetzt hat er die Geduld, um den zu finishen. Nein, hat er leider nicht, aber schön noch gepuncht. Ja, das war halt echt eine ganz knappe Geschichte mit GGC Russia, kurz vor der Overkill Extermination. Egal, ist zwar ärgerlich, aber wir machen gleich weiter mit Platz 4. Das sind schöne Kills von GGC Quickscope mit der Sniper, ebenfalls auf MEG Sanctuary. Also guckt euch den Clip an. Wie gesagt, jetzt hier Quickscope auf dem Carbine mit der Snipe. Dort sieht er auch den gegnerischen Sniper. Und 2-for-1. Nice einfach. Dann er läuft weiter, um den dritten zu suchen. Und Epic No-Scope zum Finish. Nun kommen wir zu Platz 3 von GGC Russia auf Countdown. Hier gleich schön der 2-for-1 mit dem Grenade Launcher und die Grenade MP mit zum Triple Kill und Overkill Extermination. Jo, kommen wir jetzt zu Platz 2. Das ist ein Clip von mir gegen die Snipemare. Ich mache hier den Double Kill schön mit der Rocket, lade schnell nach zum Triple Kill, werfe danach eine taktisch kluge Nade, wo der Gegner reinläuft und DMR dann aus zum Overkill Extermination. Kommen wir nun zum sehnlichst erwarteten Platz 1 von GGC Snipemare. Wir fangen an auf Pineapple mit der Rocket. Schön der erste Kill. Dann dreht er sich und macht den Double Kill. Und sieht den Triple Kill ebenfalls mit der Rocket. Dort bemerkt er den Spawn der Gegner und 2 Quick Shots zum Overkill. Und ein schöner Headshot zum Killtakulär. Schnell Magic und ein 6-facher in dem Pineapple Tower. Da ist der leider der Armor Lock zum Kilimanjaro. Das war's jetzt leider auch schon mit unserer ersten Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte hinterlasst ein kleines Feedback in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat und ob wir die Serie weiterführen sollen. Jo, wir freuen uns auch natürlich über Daumen hoch und neue Abonnenten. Jo, was gibt's zu sagen? Schönes Schlusswort, GGC. FTW.